ja, hier habe ich jetzt Pastinakenscheiben geschnitten. So Pastinakenchips oder ja, auf jeden Fall immer zum Knabbern machen. Mal gucken, ob es was wird. Auch auf jeden Fall jetzt ein bisschen länger. Wir machen Umluft. Erstmal jetzt kurz volle Pulle. Das soll angeblich nicht schaden. Das ganze Wasser erstmal verdampft und dann stelle ich das runter auf 50 Grad und mache einen Löffel rein, damit die Ofentür ein bisschen offen ist. Ja, sehen wir nachher, ob es was geworden ist und ob es schmeckt. So, hallo, ich wollte euch mal dran teilhaben lassen, was ich jetzt so bereite. Wir wollen heute noch in den Wildpark, mein Mann kommt gleich nach Haus. Heute ist Sonntag, da musst du noch kurz arbeiten. Ja, heute nur kurz, aber da wollen wir gleich los. Und ich weiß, da kriegt man ja Hunger unterwegs und außer Bananen und Äpfel wollte ich dann doch mal was anderes. Besonders auch für meine Tochter und für meinen Mann natürlich auch. Und ja, jetzt mache ich vegetarische Frikadellen oder Burger oder ja, was man da alles so zu sagen kann. Ich habe gekocht Hirse und braune Linsen, Paprika klein geschnitten. Haben wir Kichererbsenmehl und Datteln und noch ganz wichtig, ein neues Gewürz habe ich hier und zwar African Rub. Das ist vom, ja, ich weiß nicht, ob ich es sagen kann, aber man liest es glaube ich auch, Bremer Gewürzehandel. Und ja, die machen ohne Salz die meisten Gewürze und vor allen Dingen ohne irgendwelche Aroma oder Zusatzstoffe. Finde ich gut, riecht gut, das wird jetzt so ein bisschen... ja, orientalisch, arabisch, bisschen süßlich abgerundet. Ja, ich werde euch berichten, zeigen nachher, ob es was geworden ist und ob es schmeckt. So, jetzt blendet leider die Sonne etwas, aber ich glaube, man kann es gut erkennen. Die Pastinakenchips sind fertig, ohne alle was, alles ohne Gewürz. Die haben ja schon einen süßlichen und auch ein bisschen deftigen Eigengeschmack. Schmeckt auf jeden Fall gut. Schön kross. Ja, ich habe die jetzt doch auf 75 Grad gemacht. Ja, ist keine Rohkost mehr. Aber heute hatte ich es eilig. Die wollen wir nachher mitnehmen. Gut. Und die Burger will ich euch natürlich auch zeigen. Oder, ja, mir fällt jetzt gerade nicht das Wort dafür ein. Die Frikadellen auch nicht. Naja, auf jeden Fall. Den Teig habe ich euch ja vorhin gezeigt. Die Zutaten. So sehen sie dann fertig aus. Sehr gut. Und schmecken eben ja orientalisch, afrikanisch, arabisch, keine Ahnung. Auf jeden Fall schmecken sie gut. Und es ist Eigenkreation. Gut, da geht's los. Das ist heute unser Mittagessen eigentlich für unterwegs geplant, aber wir haben jetzt schon so viel Hunger, dass wir lieber jetzt essen und nachher noch ein paar Teilchen mitnehmen. Also, ordentlich Salat, wieder Eichblatt, Relice, da habe ich ja noch die ganzen Köpfe, oder sind fast alle jetzt, aber die sollten jetzt noch verbraten werden. Und Asiasalat. Tomaten haben wir leider nur noch eine große gehabt. Die Burger-Frikadellchen hier. Die Petersilie. Und da die so ein bisschen süßlich sind, haben wir uns gedacht, ein Dip hier noch aus Mango-Orange. Ja, wir lassen uns jetzt schmecken. Oh, guten Appetit. Ja, gestern Abend hatte ich keine Zeit mehr zu drehen. Ich war ehrlich gesagt zu müde. Wir kamen so spät vom Wildpark wieder und ja, ich habe dann meiner Müdigkeit nachgegeben. Aber ich will euch noch kurz berichten, wie der Tag so war. Also der ist an sich ganz gut gelaufen. Wir sind da bergauf, bergunter gelaufen und ich brauchte gestern keinen zusätzlichen Sport. Also ich bin ja auch noch nicht so ganz so gewöhnt an richtig Leistungsausdauersport. Das hat mir erstmal gereicht und ja, mit dem Essen war ganz gut. Wir hatten ja noch eingefrorene Muffins, die hatte ich ja vor ein paar Wochen mal gebacken. Natürlich High Carb, Low Fat Schokomuffins und ja, kann ich ja gerne mal das Rezept machen. Ich meine, gibt es auch schon einige hier auf YouTube. Auf jeden Fall mit Apfelmus statt mit Fett natürlich. Ich gucke. Du willst auch gucken? Ja. Ich drehe das mal kurz zu Ende, Lisa. Ja, was ist zu sagen? Auf jeden Fall, Salat gab es ja Mittag, ihr habt es ja gesehen, oder ich zeige es noch. Und Bratlinge gab es abends nochmal, leider kein Shake mehr, aber ich war gut satt. Ach ja, und die Pastinakenchips, die haben wir abends noch probiert und hat sehr gut geschmeckt.
also ich bin zufrieden mit dem Tag und ja, weiter geht's mit heute. Bis dann, tschüss!